Ich möchte meinen Talk mit einer These starten. Und zwar denke ich, dass E-Tutoren so eine Art goldener Weg sein können, um OER mehr in der Lehre zu verankern. Warum denke ich das? Die Vermutung beruht auf einer Erfahrung, die wir an der Bauhaus-Universität Weimar gemacht haben. Dort eher erstmal mit Blick auf überhaupt Digitalität in der Lehre, also digitale Lehrelemente, die eingebracht werden. Wie funktioniert das? In Weimar gibt es ein Qualifizierungsprogramm für sogenannte E-Tutoren und das sind in Weimar Studierende. Und die Studierenden erfahren eine einsemestrige Ausbildung, die sie quasi umsonst machen. Also sie machen das umsonst, sie bekommen es aber auch umsonst. Einige bekommen 2 bis 3 Credits angerechnet, aber nicht alle und manche wollen das auch nicht. Manche machen das tatsächlich auch aus der intrinsischen Motivation heraus, Kompetenzen zu erlangen, die sie später auch noch weiter verwenden können. Nach dieser Ausbildung, die vor allem darauf zielt, zu erfahren, wie Lernen funktioniert, was es für Lerntheorien gibt, für Konzepte dahinter, wie man demotivieren kann, wie man aber eben dadurch mit dem Wissen auch motivieren kann und was es eben für tolle Tools gibt, um schöne E-Learning-Konzepte und Materialien zu erstellen. Die Motivation einiger Studierenden ist aber, dass sie nach dieser einsemestrigen Ausbildung einen studentischen Hilfskraftvertrag bekommen. Und dann arbeiten sie für einen Lehrenden ein Semester lang oder vielleicht auch noch länger und erstellen dann dort ganz konkret ein Lehrmaterial. Also sie kommen schon mit dieser Projektidee, was sie für den Lehrenden machen. Sie wissen, sie werden danach diesen Vertrag bekommen als SHK und arbeiten während der Ausbildung eben schon konzeptionell an diesem, ja, Lehrstück oder an diesem Material, was entstehen soll. Was machen wir jetzt mit dem Wissen? Also wir haben die Erfahrung gemacht, es funktioniert gut, es wird gut nachgefragt. Wir haben 7 bis 8 E-Tutoren im Semester, die wir ausbilden können, die danach auch arbeiten für Lehrende, aber auch für im Servicebereich. Also wir haben tatsächlich auch Projekte in der Universitätsbibliothek gehabt. Wir hatten auch ein Projekt im Gleichstellungsbüro, auch eins im International Office. Also es ist tatsächlich nicht nur für die Lehre, sondern für die gesamte Universität sehr wertvoll. Was machen wir jetzt mit dem Wissen? Wir möchten das überführen in ein neues Projekt im Rahmen des OPERA-Projekts, Open Education Resources für die akademische Weiterbildung, gefördert vom BMBF. Und wir wollen dort das Konzept öffnen, also einmal öffnen im Sinne von, wir möchten es anderen zur Verfügung stellen, was wir für Erfahrungen mit E-Tutoren gemacht haben. Wir möchten es mit OER anreichern, also wir möchten auch einbringen, was gibt es eigentlich an OER, wie finde ich das, wie kann ich das weiterverwerten, wie kann ich das erstellen. Und wir möchten auch einfach, ja, das Konzept so hingehend öffnen, dass wir vielleicht die Schulung eben nicht nur in Weimar anbieten, sondern auch überregional. Und das probieren wir gerade. Wir sind quasi mittendrin. Wir haben übrigens noch einen Fokus, die wissenschaftliche Weiterbildung. Also wir haben durchaus nochmal Elemente drin, die spezifisch sind für die wissenschaftliche Weiterbildung, aber für alle anderen dadurch natürlich auch immer nochmal so einen Mehrwert bieten. Wir sind mittendrin, so sieht unser Konzept aus. Es ist quasi ein Blended Learning Kurs. Wir starten mit einem Online-Auftakt, der ist schon gelaufen am 8.11. Dort haben wir alle Teilnehmenden, wir sind im Moment 18 Personen, getroffen im virtuellen Klassenzimmer, haben dort schon mal uns geeinigt auf den Begriff, was versteht eigentlich jeder unter einem E-Tutor. Und dann haben wir verschiedene Blöcke, das sind die blauen Blöcke, das sind die Online-Blöcke, die wir alle 2 Wochen freischalten. Und dazwischen treffen wir uns 2-mal in reell, in Persona. Und auch hier ist die Idee, dass diejenigen, die ausgebildet werden in dieser Schulung, auch wieder ein Projekt mitbringen. In dem Fall soll es ein OER-Projekt sein, sodass sie tatsächlich auch immer das, was sie lernen, direkt auch gleich anwenden können. Und wir bieten von unserer Seite an auch Beratung, individuelle Beratung. Momentan wird es noch nicht so sehr nachgefragt. Mal gucken, wie sich das jetzt noch so entwickelt. Wir sind tatsächlich am Anfang, also am Montag startet unsere Präsenzphase. Da sehen wir alle Teilnehmer das erste Mal. Was noch nicht funktioniert hat, wir haben tatsächlich noch keine Studierenden dafür gefunden. Also wir bilden im Moment die Multiplikatoren aus. Das sind Personen, die später auch einmal so eine Schulung bei sich an der Hochschule integrieren möchten und dort ansiedeln möchten. Also die quasi mitmachen, um das Konzept und die Inhalte zu erlernen. Deshalb mein Appell an Sie. Sie können sich noch anmelden für die nächsten Kohorten. Momentan haben wir die Präsenzphasen in Ulm. Im Sommersemester werden wir Präsenzphasen in Weimar und in Oldenburg haben. Also melden Sie sich gerne an, schicken Sie Ihre Studenten. Das wäre total cool. Wir fänden es total spannend zu sehen, wie es ist, Studenten von anderen Hochschulen in der Schulung dabei zu haben und sie dann auszubilden. Vielen Dank.